Ist das die Ankündigung für ein offizielles Ghost Recon Breakpoint Jahr 2? Der offizielle Kanal von Ghost Recon Breakpoint hat soeben getwittert: Ghosts, get ready for the next mission. We are excited to announce that there will be new content released this year. Dazu gab es noch diesen etwas größeren Artikel als Bild, der es dann auch auf die deutsche Ghost Recon News Seite geschafft hat. Der liest sich wie folgt: Eine Nachricht vom Team von Ghost Recon. Hallo Ghosts. Nach anderthalb spannenden Jahren voller Updates und Spielverbesserungen freuen wir uns, euch mitzuteilen, dass wir 2021 neue Inhalte für Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint veröffentlichen werden. Seit der Veröffentlichung lag unser Fokus darauf, euer Feedback umzusetzen. Wir haben mehrere Updates zur Ghost-Erfahrung durchgeführt, welche unter anderem die Wurfkugel, damit meinen sie die Bullet Lure, also diesen Ablenkungsköder, diese einzelne Kugel, die man werfen kann, die dunkelste Nacht, die Erkundung von Golem Island und Weltmodifikatoren beinhalten. Wir haben euch die Möglichkeit gegeben, an Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint zu feilen und das Spiel an eure Bedürfnisse und Wünsche anzupassen. Ja, Grammatik. Bekannte Gesichter wie Sam Fisher, Scott Mitchell und die Rainbow-Operatoren waren tolle neue Inhalte, von denen wir uns sicher waren, dass sie euch gefallen würden. Nicht zu vergessen das Terminator-Event, das Aurora einen Besuch des T-800 bescherte. All das war harte Arbeit und wir sind stolz auf das, was unser Team erreicht hat. Aber wir hätten das nicht ohne euch, unsere Community, geschafft. Wir wollen allen nochmals danken, die sich die Zeit genommen haben, uns Feedback zu geben. Ihr habt uns dabei geholfen, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint zu einem Spiel werden zu lassen, das euch allen Freude bringt. Worauf könnt ihr euch freuen? Und jetzt wird's spannend. Wir werden weiter daran arbeiten, das Spiel zu erweitern und euch allen für die kommenden Monate spannende Inhalte zu liefern. Wir gestalten die Zukunft unseres Spiels basierend auf eurem Feedback und fügen sogar noch ein paar kleine Überraschungen hinzu. Wir werden euch bald mehr Details dazu geben, was euch 2021 in Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint erwarten wird. Behaltet unsere Kanäle im Auge. In den kommenden Wochen teilen wir einen Veröffentlichungsplan mit euch. Also eine Roadmap. Es wird jetzt hier zwar nirgends explizit ein Jahr 2 erwähnt, aber wenn du mich fragst, hört sich das Ganze doch schon sehr nach einem Jahr 2 an. Ich meine, Breakpoint gibt es jetzt mittlerweile schon seit circa einem anderthalben Jahr. Also wir sind eigentlich schon im Jahr 2. Aber da sie hier schreiben, dass sie in den kommenden Monaten weitere spannende Inhalte liefern möchten, heißt für mich, dass es nicht nur ein paar kleine Updates sein werden, sondern halt vielleicht auch was Größeres. Und da sie tatsächlich auch eine Roadmap mit uns teilen möchten, die haben da tatsächlich was Richtiges geplant. Also für mich hört sich das absolut nach einem Jahr 2 an, auch wenn sie es hier mit keinem Wort erwähnen. Aber ich find's genial und ich hätte damit nicht gerechnet. Ich meine, es gab diesen einen Post im Forum, im Ghost Recon Forum von Ubitoon, dass da noch was kommen wird, aber das hier, das liest sich nach sehr viel mehr als einem kleinen Update oder ein, zwei Updates. Was ist deine Meinung dazu? Schreib es mir gerne in die Kommentare und abonniere meinen Kanal, falls du es noch nicht getan hast, denn ich werde dich hierüber auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Bis dann, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.